Willkommen beim Bienenstand Kirschhütte. Heute am 1.1. haben wir wunderbares Wetter bei 11 Grad Celsius und ich nutze jetzt heute den Tag einfach mal kurz die Leichen auszufegen und den Raucher. Brauche ich eigentlich nicht für solche Sachen, aber bei den Temperaturen von 11 Grad kann es halt schon sein, dass wenn ich eine Klappe öffne, dass mir die ganzen Bienen entgegenkommen und ich die vielleicht dann in Gefahr bringe mit der Quetschung. Deswegen nehme ich einen Raucher, um nötigenfalls die Bienen einfach auch lenken zu können. Wir brauchen wieder ein bisschen Grünzeug, ist im Winter schwierig. Da tut es dann aber auch ein Efeu, ist ja immer grün. Kommt jetzt wieder hier in die Kappe rein. Und wir fangen chronologisch ganz da oben an. Hoppla, so, hier ist ein Dorn. Diese Rose. In die Völker reingucken mache ich jetzt nur, wenn ich eine Anomalie sehe. Wenn hier von der Hinterklappe alles okay ist, dann ist da nicht nochmal notwendig, weiteres zu tun. Hier bei dem Volk, da liegt ja gar keine Leiche, von daher gleich wieder zu. Wie sieht es der Nachbar aus? Da ist jetzt schon ein bisschen mehr, aber nicht der Rede wert. Das ist vollkommen normal, dieser Leichenfall. Das kann halt mal mehr, mal weniger sein. Das hängt auch viel vom Status vom Bienenvolk ab. Mehr gibt es hier auch nicht zu tun. Vielleicht kannst du beim nächsten Volk in Segeberger gerade so von unten ein bisschen mal die Kamera reinhalten. Unser Home-Hive-System ist natürlich wieder wesentlich einfacher in der Bearbeitung. Wir machen die Windelplatte sauber. Der Milbenfall interessiert mich hier jetzt nicht mehr so sehr, weil behandelt haben wir sie ja alle. Und seit der letzten Behandlung mit Oxalsäure habe ich die Platte nicht sauber gemacht. Ich habe hier noch nicht meine Gitterschieber drin, deswegen muss ich an der Stelle die Leichen manuell ausfegen. Und jetzt wisst ihr auch gleich, warum ich den Raucher mitgenommen habe. Weil bei so einer Hinterklappe liegt ja schon das ganze Bienenvolk frei. Wobei die sind, also hier brauche ich jetzt nicht reinrauchen, die sind total cool. So sieht es aus im Januar. Schön, machen wir gleich wieder zu. Das ist ein perfektes Bienenvolk. Raus mit euch. Raus, schneller. Okay, jetzt kommt der Raucher zum Einsatz, um die Bienen zu lenken. Übrigens, des Weiteren sollte man im Winter immer mal wieder auf Löcher an der Kiste hier schauen, weil wir haben tatsächlich Buntspechte, auch Grünspechte, und die nagen ganz gerne mal im Winter an den Kisten rum und versuchen da an Bienen ranzukommen. Wenn mal so ein Loch hier entstehen sollte vom Specht, gibt es so eine spezielle Paste, damit kann man das wieder zuflicken. Hier ist der Milbenfall jetzt gar nicht mal so übel wie beim anderen Volk, sieht echt gut aus. Windel sauber machen. Und auch hier fehlt meine Gittereinlage. Das ist noch ein älteres Home-Hive-Modell. Dann gucken wir mal, was da an Leichen geflogen ist. Ein bisschen kleineres Bienenvolk wie drüben. Aber auch nicht der Rede wert, hier was zu tun. Machen wir gleich dazu. Und die letzten. Ich kann ja hier bei den zwei Völkern einfach mal bei beiden die Klappe aufmachen. Dann haben wir den Blick nach drinnen. Bitteschön.
Da liegen gar keine Leichen. Da gibt es gar nichts zu tun. Wir können das Volk so schließen, wie es ist. Und beim Nachbarsvolk habe ich schon gesehen, sieht es ja genauso aus. Mach mal auch wieder zu. Und vielleicht nur, um euch das mal zu zeigen, wie das jetzt von oben aussieht. So sehen die guten Bienen aus. Ganz schön warm auch hier, ist wie eine Heizung. Auch ein tolles Bienenvolk. Mach gleich wieder zu, bevor wir die stören hier. Und die letzten drei Home Hives. Hier ist ja die Gitterlage drin. Erstmal die Windel raus. Wow, das nenne ich mal eine fette Anzahl an Milben. Boah, ist aber viel. Ist allerdings auch die, also der Milbenfall von der Behandlung. Von daher mache ich mir da keine Gedanken. Also die Gittereinlage, die funktioniert hier, deswegen kann ich die rausziehen. Vielleicht kannst du mal an der Stelle mal kurz, genau, dass die Kunden das sehen, wie man das im Gitter macht. Jetzt sind alle Leichen durchgeflogen auf die weiße Platte unten. Dann ziehen wir nochmal hier die weiße Platte. Ja gut, da sind überhaupt keine Leichen drin gewesen, also auch hier alles perfekt. Hier muss ich wieder manuell ran. Wow. Gibt's nichts zu tun, schnell wieder zu. Jetzt haben wir hier gar nicht reingeschaut. Holen wir noch mal kurz nach. Genial. Gibt es auch nichts weiteres zu tun. Wenn jetzt zum Beispiel in so einem Volk die Königin fehlen würde, wenn man da mit der Biene Erfahrung hat, dann erkennt man als Mensch das auch sofort, wenn so ein Volk weißenlos wäre. Und nur in solchen Fällen ist es auch gerechtfertigt, im Winter dann komplett zu öffnen, um genauer zu sehen, was zu tun ist. Hier ist, das ist der Vorläufer. Wenn ich Glück habe, kann ich hier auch das Gitter ziehen. Ja, perfekt. Dann lassen wir hier mal alle Leichen wieder durchrasseln. Ja, da kommen dann manchmal die Bienen dann auch raus. Platte unten, auch keine Leichen drauf. Ja, bei 11 Grad machen die Bienen wieder diese Reinigungsflüge und tatsächlich finden die Tiere auch Pollen noch. Der kommt von den Winterblühern. Geil. Also auch ein perfektes Bienenvolk, kommt auch über den Winter. Machen wir die gleich wieder zu, bevor sie uns angucken. Wir sind mit dem Bienenstand fertig und jetzt geht es gleich weiter mit den anderen Bienenständen aus Süd, Wolfert Zweier und Bienengarten und BH Aue. Bis gleich.